Da ist er, der erste Sieg im neuen Jahr. Die HSG Blomberg-Lippe konnte in der Frauenhandball-Bundesliga gegen die Bad Wildung Vipers mit einem Sieg von der Platte gehen. Und was für einem! Die Partie startete allerdings eher mäßig für die Blombergerin. Die Vipers spielten mit hohem Tempo und durchbrach die Blomberger Defensive immer wieder mit klasse Anspielen von Ex-Blombergerin Munja Smits an den Kreis, sodass Bad Wildung nach 12 Spielminuten durch verwandelten 7 Meter von Smits mit 4:7 in Führung lag. Erst nachdem Steffen Birkner in der 20. Spielminute die grüne Karte zog, lief es rund. Neben einem starken Auftritt von Nele Franz konnte auch der nächste Youngster in der Truppe, Kara Reiche, mit insgesamt 4 Treffern glänzen. Und so ging es mit einer 17:14 Führung in die Halbzeit. Die Abwehr stand nicht so gut, unser Tempospiel hat nicht ganz so gut funktioniert, haben so ein paar blöde Treffer bekommen, vorne auch nicht, immer das Tor getroffen, ein paar Fehlwürfe gehabt, vor allem eben auch von außen. Und dann konnten wir aber zum Glück so ab der 15., 20. Minute das Spiel drehen. Alle fragten sich, ob beide Mannschaften das hohe Tempo halten können. Für Blomberg ließ sich diese Frage ganz klar mit Ja beantworten. Neben vielen Paraden von Keeperin Melanie Veit war es Marlina Marie Michalczyk, die mit 9 Toren beste Werferin wurde. Wir wollten vielleicht ein bisschen zu viel in den ersten 20 Minuten. Und dann kamen wir aber in der 20. Minute über unser Tempospiel, haben das gut eingesetzt, kamen in einer aggressiven Abwehr. Melle hat dann richtig gut gehalten hinten, jeden aus dem Rückraum fast. Das war richtig gut und so konnten wir unser Tempospiel gut umsetzen. Verdient konnte Blomberg den ersten Sieg des Jahres einfahren, der mit 36:22 sehr deutlich ausfiel. Trainer Steffen Birkner zeigte sich dementsprechend erfreut über die Rückkehr in die Erfolgsspur. Ja, am Ende des Tages bin ich mit dem Spiel zufrieden, mit dem Ergebnis zufrieden. Wir lassen aber einfach zu viele Chancen heute ungenutzt. Damit bin ich nicht so zufrieden und wir können das deutlich, deutlich besser. Und die jungen Leute müssen einfach lernen, weiter Gas zu geben auf der einen Seite, aber auch einzuschätzen, wie groß meine Erfolgswahrscheinlichkeit beim Wurf ist. Und deswegen gehe ich heute mit dem Ergebnis und mit den 2 Punkten zufrieden nach Hause, aber auch im Bewusstsein, dass wir weiterhin viel Arbeit vor uns haben.